Ob Apfelsaft oder Orangensaft, ob Eistee, Kakao oder Milch, Getränkekartons sind Verpackungen für fast alles, was man trinken kann. Aber nicht nur der Inhalt, auch die Verpackung ist ein Wertstoff. Man sollte sie deshalb nicht in den Hausmüll werfen, sondern in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Nur wenn Verpackungen getrennt gesammelt werden, können sie gut wiederverwertet werden. Abgeholt werden gelbe Tonnen und gelbe Säcke von einem Müllwagen. Aus all diesen gesammelten Verpackungen, also natürlich auch aus den Getränkekartons, kann man noch einmal was machen. Man kann sie verwerten, man sagt auch recyceln. Vor der Verwertung müssen die einzelnen Verpackungen sortiert werden. Das passiert in einer Sortieranlage. Und die Sortierung und Verwertung der Getränkekartons wollen wir uns mal ansehen. Zuerst werden die gelben Säcke in diesen Container gekippt. Dort werden sie von einer sogenannten Förderschnecke geöffnet und der Inhalt gleichmäßig auf ein Fließband verteilt. Dieses Fließband führt dann in die eigentliche Anlage zum ersten Sortierschritt. Ein großes Trommelsieb. Hier werden große Teile, vor allem große Folien, von kleinen getrennt. Alles, was größer ist als 20 cm, fällt nicht durch die Löcher und wird an dieser Stelle aussortiert. Alles andere, also auch die Getränkekartons, laufen zur nächsten Station. Wieder ein Trommelsieb, in dem alles, was kleiner als 6 cm ist, aussortiert wird. Unsere Getränkekartons bleiben in der Trommel und laufen danach über ein weiteres Fließband zu einem Magnetabscheider. Hier werden Dosen, Metalldeckel usw. aussortiert, eben alles, was magnetisch ist. In der Zeitlupe kann man gut sehen, wie dieser Abscheider arbeitet. Die Getränkekartons bleiben natürlich auf dem Band, denn die sind ja nicht magnetisch. Als nächstes werden jetzt unsere Kartons aussortiert. Und zwar macht das diese gelbe Kiste. Wenn man da drunter schaut, dann sieht man zwei Reihen von Lampen links und rechts. Die strahlen aber nicht nur weißes Licht aus, sondern auch Infrarotes, was wir Menschen nicht sehen können. Und unter der geschwungenen Glasscheibe sitzt eine ganz spezielle Infrarotkamera, die dieses Licht sehen kann. Aber wie geht das mit dem Sortieren? Dazu haben wir einen Versuch gemacht. Wir haben drei verschiedene Verpackungen genommen, eine Plastikschale, eine Kunststoffflasche und einen Getränkekarton, die unter normalem Licht so aussehen. Wenn man jetzt eine Infrarotaufnahme davon macht, dann sieht man, dass sie auf einmal alle eine ganz spezielle andere Farbe bekommen. So ähnlich muss man sich das vorstellen, was die Kamera sieht. Alles, was jetzt an dieser Stelle in einem bestimmten typischen Blau erscheint, also die Getränkekartons, das wird ausgesondert. In Wirklichkeit ist das alles natürlich viel komplizierter und vor allem viel präziser, aber in etwa funktioniert es so. Das Aussondern selbst geht mit Luft. Solche Düsen können jeden erkannten Karton gezielt über die Metallwand auf das andere Fließband blasen. Auch dies geht so schnell, dass man es am besten in Zeitlupe sieht. Und jetzt kommen über dieses Band nur noch die Getränkekartons. Die werden jetzt noch zu solchen Ballen gepresst? Und dann? Was kann man denn jetzt mit den Kartons noch machen? Ein gebrauchter Getränkekarton ist Rohstoff für andere Produkte. Fast jeder dieser Getränkekartons enthält eine ganz dünne Schutzschicht aus Aluminium. Ungefähr ein Viertel ist Kunststoff. Drei Viertel macht der eigentliche Karton, die Pappe, aus. Um sie wieder benutzen zu können, muss man sie aber natürlich von den anderen beiden Bestandteilen trennen. Und das passiert hier in dieser Papierfabrik. Die angelieferten Ballen werden dort zuerst in einen Schredder geworfen, der die Kartons zerkleinert. Die Schnipsel kommen dann in eine riesige Auflösetrommel, in der Wasser drin ist. Das Wasser und die Bewegung dieser Trommel bewirken, dass das Papier aufquillt und die Fasern sich vom Kunststoff und Aluminium lösen. Der nächste Schritt ist dann eine sogenannte Sortiertrommel, wo die aufgelösten Papierfasern ausgespült werden. Muss man sich vorstellen wie bei einer Waschmaschine. Die Schnipsel werden wie Wäsche gespült und hin und her bewegt. Dabei quillt das Papier auf, zerfällt zu Fasern und trennt sich dann von Kunststoff und Aluminium. Und genauso wie in der Waschmaschine gibt es auch in den Trommeln der Fabrik Löcher, durch die das aufgelöste Papier mit dem Wasser abfließen kann. So sieht die echte Sortiertrommel von innen aus, wenn nur noch Kunststoff und Aluminium übrig sind. Diese beiden Stoffe, die Fachleute sagen auch Rejecte, werden in einer speziellen Anlage noch gereinigt und werden dann zum Beispiel in der Zementindustrie eingesetzt. Vorher werden sie in einer anderen speziellen Anlage noch aufbereitet. Zum Beispiel mit anderen Kunststoffen vermischt und so zerkleinert, dass eine gleichmäßige Mischung entsteht. Und in einer Zementfabrik kommen die Rejecte dann in so einen riesigen Drehrohrofen. Da wird der Zement gebrannt. Dabei kann man den Kunststoff als Brennstoff gebrauchen. Durch das obere gelbe Rohr wird die Mischung an dieser Stelle in den Ofen geblasen. Und das Aluminium? Auch das ist für die Zementherstellung wichtig. Es bewirkt, dass er schnell fest wird. Normalerweise nimmt man Bauxit, ein Gestein.
Das wird aber durch das Aluminium der Getränkekartons ersetzt. So, jetzt kommt aber die Hauptsache, die Papierfasern. Die sind nach der Sortiertrommel in der Papierfabrik jetzt von Kunststoff und Aluminium getrennt. Bei den folgenden Arbeitsschritten werden die Papierfasern nun von groben Verunreinigungen befreit und gesäubert. Von diesen Vorgängen kann man nichts sehen, außer Tausenden von Rohren und Leitungen. Am Ende ist aber aus diesen Fasern ein Papierbrei entstanden, aus dem man wieder neue Produkte herstellen kann. Als letzter Schritt vor der eigentlichen Papiermaschine wird dieser Brei dann mit ganz, ganz viel Wasser vermischt. Dies dient dazu, die Fasern gleichmäßig auf die Papiermaschine aufzubringen. Was hier aussieht wie ein Fließband, ist eigentlich ein großes Sieb. Das Wasser kann durch ganz feine Löcher nach unten abfließen und die Papierfasern bleiben oben gleichmäßig verteilt, als neue Papierbahn liegen. Von oben kommt dann in unserem Beispiel auf die eine Bahn noch eine zweite. Sie ist ebenfalls aus Recyclingpapier, aber nicht aus Getränkekartons. Danach ist die neue Papierbahn schon so trocken und stabil, dass sie sich vom Sieb löst. Zwischen diesen heißen Walzen wird das Papier dann getrocknet. Die ganze Papiermaschine ist ein Riesending, ungefähr 100 Meter lang. Zum Schluss wird dann die fertige, getrocknete Bahn Papier zu einer ganz großen Rolle aufgewickelt. So sieht dann unser Endprodukt aus, eine zweiseitige Bahn, und diese Seite war mal ein Getränkekarton. Das Papier kommt in die Wellpappenindustrie, wo solche Kartons entstehen. Anderswo macht man aus den Fasern Hülsen, Eierkartons oder Klopapier. Also, ordentlich gesammelt und aufbereitet ist ein Getränkekarton mehr als eine leere Tüte.